So, erstmal umschlagen. Ja, Freunde, heute geht es um das Thema Werbeaussagen. Werbeaussagen. Natürlich, naja, bezogen auf meinen Bereich. Thema Ernährung, Thema Sport. Aber es lässt sich auch allgemein auf alles beziehen. Und zwar, auf was beruhen denn eigentlich Werbeaussagen? Was steckt denn eigentlich hinter einer Werbeaussage? Ich hau jetzt einfach mal ein Wort in den Raum. Und zwar Energiesparen. Ah, hallo, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Freunde, interessant, oder? Werbeaussagen, Energiesparen. Wie passt das zusammen? Was steckt da dahinter? Also, im Vorfeld schon mal. Wichtig ist zu wissen, dass der menschliche Organismus ist ein lang trainiertes Energiesparmodell. Nächster Fakt in den Raum geworfen. Energiesparmodell, Mensch? Was steckt da dahinter? Super interessant, ne? Sollen wir es mal so ein bisschen wirken lassen? Also passt auf. Wenn wir uns Menschen beobachten, bei dem, was wir tun, wenn wir ganz ehrlich sind und uns öffnen, was wir da so tun, stellen wir fest, dass wir ganz oft nichts anderes tun, wie überlegen, wie könnte ich Energie sparen. Bei allem, was wir tun. Okay, wir tragen jetzt irgendwie vom LKW was raus und tragen das rein. Das ist schwer. Dann überlegt man, soll ich lieber zwei Sachen nehmen? Dann laufe ich die Hälfte und nehme ich nur eins. Ist nicht ganz so schwer. Ist eine Überlegung. Machen viele. Ich auch. Ich nehme lieber zwei Sachen, damit ich nicht so oft laufen muss. So, das nächste ist, bei allem, was wir tun, sei es in der Küche, sei es beim morgendlichen Ablauf, sei es egal, was wir tun. Wir sind immer am Überlegen, wie bekommen wir das hin, dass es zeitlich nicht so aufwendig ist. Zeitlich nicht so aufwendig. Aber was steckt dahinter? Wenn es zeitlich aufwendig ist, ist es ja natürlich auch energetisch anstrengend. Wir verbrauchen dafür viel Energie, oder? Stimmt. Deswegen sind wir immer am Optimieren, wie könnten wir was tun und dabei Zeit sparen. Wenn Menschen zum Beispiel schnell viel Geld verdienen möchten, neigen ein Teil der Menschheit dazu, Dinge zu tun, die nicht ehrlich sind, Dinge zu tun, die zum Teil auch kriminell sind. Warum? Weil sie keinen Bock haben, diesen normalen, in der Regel längerfristigen Weg zu gehen. Also ist der Mensch immer am Optimieren. Der Mensch guckt immer, wenn wir Zeit sparen, sparen wir Energie. Und wenn wir jetzt mal genau in den Mensch reingucken, hat es einen Sinn, Energie sparen? Ja, es hatte einen Sinn. Es hatte einen Sinn, und zwar zu der Zeit, wo es keine Energie gab. Also in der Urzeit war es immer ganz wichtig, dass die Menschen natürlich so strukturiert sind, dass sie natürlich versuchen, Energie zu sparen. Denn ja, in der Urzeit ging es halt nicht an den Kühlschrank aufmachen oder eine Tiefkühltruhe oder den nächsten Fastfood-Laden, um was zu essen zu holen, die nächste Bäckerei, sondern man musste sich das mühsam erarbeiten. Und somit war immer die Überlegung, wie komme ich an Energie und wie kann ich vor allem Energie sparen? Das war da immer die Herausforderung. Und das ist heute noch eine ganz große Prägung in den meisten Menschen, in ganz vielen Menschen. Bei manchen Menschen auch nur in gewissen Bereichen. Es gibt Menschen, die in allen Bereichen Energie sparen. Es gibt Menschen, die sparen in gewissen Bereichen Energie. Die Frage ist doch dahinter, ist es gut, Energie zu sparen? Ist es gut, mit wenig Aufwand ans Ziel zu kommen? Wirtschaftlich gesehen ja, das ist richtig gut. Deswegen werden ja auch immer wieder Modelle entwickelt, um schneller mehr Geld zu verdienen, um schneller mehr Umsatz zu machen, was ja auch okay ist, was ja auch gut ist. Ansonsten würde wahrscheinlich die Wirtschaft auch nicht funktionieren. Aber jetzt kommt das große Aber. Oftmals
Werden diese Abkürzungen auch zum Verhängnis? Ja, ist tatsächlich so. Diese Abkürzungen, diese Energiesparmodelle, die werden ganz oft zum Verhängnis. Warum? Weil Menschen sagen, okay, zum Beispiel aus meinem Bereich raus, ich möchte abnehmen. Okay, ich nehme eine Substanz, die dafür sorgt, dass mein Stoffwechsel schneller läuft. Gibt es ganz viele Sachen, Ephedrin früher, da gibt es heute noch Ephedrea, da gibt es heute noch Substanzen, die den Stoffwechsel beschleunigen. Manche nehmen Schilddrüsenhormone, obwohl sie keine nehmen dürften, sollten. Und was passiert? Man kommt schnell ans Ziel, aber der ganze Mist hat extreme Nebenwirkungen. Das Gleiche ist, wenn es um den Muskelaufbau geht. Es gibt einen normalen Weg, das ist der Weg eben jahrelang zu trainieren, jahrelang viel Zeit zu investieren. Und da gibt es Menschen, die sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, ich nehme anabolische Steroide und knall mir anabolische Steroide rein. Dann haben die innerhalb vom halben Jahr das erreicht, was ein anderer nicht in 3 Jahren erreicht. Abkürzung genommen. Aber es hat Nebenwirkungen. Es hat eklatante Nebenwirkungen. Das wird in Kauf genommen. Warum? Weil wir nicht die Geduld haben, auch nicht die Energie haben, langfristig in ein Projekt zu investieren. Deswegen entstehen dann solche Maßnahmen, die wo hinten dran ein Energiesparmodus natürlich ganz weit runtergerechnet, ganz weit biochemisch runtergerechnet Energiesparmodus. Ein Mensch, der sich entscheidet, den höheren Widerstand einzugehen, keine Steroide zu nehmen, keine illegalen Substanzen zu nehmen, um Fett zu verbrennen. Was macht der? Der muss natürlich viel längeren Atem haben. Der braucht mehr Energy und zwar jeden Tag. 5, 10 Mal so lang. Und dann gibt es viele Menschen, die sich dann entscheiden, nein, will ich nicht, Energiesparmodus. Und jetzt wird es interessant. Wie wird wohl dann, wenn man das weiß, und das ist bekannt, und zwar in der Verkaufspsychologie ist das bekannt, im Marketing ist das bekannt. Wir sind doch nicht doof. Es gibt ja Psychologen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und jetzt überlegt mal, wie fallen dann diese Werbeaussagen aus? Was werdet ihr wohl am allermeisten in der Werbeaussage treffen? Ihr werdet in der Werbeaussage auf jeden Fall hören, wir können damit schneller mehr erreichen. Es gibt solche Studios, wo den Menschen erzählen, dass sie durch ganz geringen Aufwand viel erreichen. Mit wenig Zeit maximale Resultate. In der halben Zeit doppeltes Ergebnis. Mit nur 20% Aufwand maximale Ergebnisse erzielen. Pareto-Prinzip, ja, das gibt es, das ist gut, es funktioniert. Aber in gewissen Bereichen funktioniert es nicht. Denn es ist eine Werbeaussage. Es ist eine Werbeaussage. Und was steckt hinter der Werbeaussage dahinter? Was steckt hinter einer Werbeaussage? Dem Menschen zu suggerieren, dass er durch ganz wenig Aufwand viel erreicht, dass er sich ganz viel Zeit sparen kann. Und dadurch spart er natürlich automatisch, unser Gehirn weiß, Zeit heißt auch Energie. Und somit komme ich schneller ans Ziel. Und genau das ist das, was hinter jeder, fast jeder Aussage, Werbeaussage steckt. Werbeaussagen sind immer erstens mal Antworten auf deine Fragen, auf unsere Fragen. Wir werden nie in einer Werbeaussage das hören, was wir nicht hören wollen. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn. Sondern wir werden in einer Werbeaussage immer die Antwort bekommen unseres Wunsches. Den Wunsch, was wir haben. Was für einen Wunsch hat der Mensch, der übergewichtig ist? Natürlich, Gewicht zu verlieren. Und wie? Einfach, natürlich, ohne großen Energieaufwand. Natürlich, Bauch weg in 4 Wochen. Gewichtsreduktion in 6 Wochen. 15 Kilo in 8 Wochen. Ohne Aufwand, ohne auf Süßigkeiten zu verzichten. Ohne auf Eis zu verzichten. Ohne auf Alkohol zu verzichten. Auch mit ganz wenig Sport. Da muss man keinen Sport dazu machen. Ja, das ist das, was dahinter steckt. Und das ist jetzt einmal im Ernährungsbereich. Dann gibt es im Bewegungsbereich Muskelaufbau. Mit diesem Präparat in 6 Wochen 3 Kilo mehr Muskelmasse. Ohne auf Essen zu verzichten zu müssen. Ohne auf Pizza verzichten zu müssen. Ohne großen Aufwand. Mit nur 3x20 Minuten Sport in der Woche. Versteht ihr das? Und so gibt es in allen Bereichen, jede Werbeaussage suggeriert uns in ganz vielen Fällen, du verbrauchst keine Energie, du wirst ohne großen Aufwand wirst du dein Ziel erreichen und zwar ganz einfach. Und wer möchte das hören? Natürlich möchte das der User hören. Der User will genau diese Information.
Und deswegen suchen wir auch genau nach diesen Informationen. Wenn ich eine faule Sau bin, dann suche ich was? Richtig, ich gehe ins Netz und suche, wie kann ich schnell 20 Kilo Fett abbauen? Ah, oh, das hört sich gut an. Ja, der hat es gemacht, da ist ein Bild dabei. Boah, das ist gemacht. Dass er zwar ein Jahr dafür gebraucht hat und keine 8 Wochen, ist scheißegal. Weil so rational kann ich ja nicht denken. Das nehme ich. Hört sich gut an. Und die Worte in den ganzen Werbeaussagen sind die Worte genau so gelegt, dass genau diese Emotionen steht, die ich hören möchte. Es gibt keine Werbung ohne Bedarf. Die Werbung, die betrieben wird, ist letztendlich immer nur die Antwort generiert, die derjenige, der zuschaut, hören möchte. Natürlich ist es wirtschaftlich gut. Natürlich, klar, sonst würde die Wirtschaft nicht funktionieren, das ist richtig. Aber es treibt ganz viele Menschen zu Unglück. Warum? Schaut mal, wie viele Menschen haben schon irgendwelche Zauberpräparate, irgendwelche Superdiäten, irgendwelche Special Testimonials, bla 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 ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und was hinterlässt es bei diesen Menschen? Eine Frustration. Was hinterlässt es bei diesen Menschen, die das schon mehrmals probiert haben? Versagen. Die sagen, ja, ich bin eine Pfeife, es liegt an mir. Ich bin ein Trottel, ich habe das nicht drauf. Ich kann das, mein Stoffwechsel ist am Arsch. Ich habe halt nicht die Chance, dass Muskelmasse wächst. Ich bin halt genetisch ein Vollidiot. Mit der Überzeugung leben die irgendwann mal. Das sind ihre Glaubenssätze. Das sind ihre Glaubenssätze. Ich bin dick, ich bleibe immer dick, weil ich habe es ja mehrmals probiert. Mit dem Präparat, mit dem Präparat, mit dem Präparat, mit dem Präparat. Mit der Art von Sport, mit der Art von Sport, der Art von Sport. Ich habe es nicht geschafft. Also, ich kann es eben nicht. Manche sind da sehr hartnäckig und machen das 50 Mal in ihrem Leben. Manche machen das nur 3 Mal und sagen, ich lasse es sein, kein Bock mehr. Es hinterlässt verbrannte Erde. Diese Werbeaussagen, ja, die hinterlassen ganz oft verbrannte Erde, weil diese Menschen demotiviert sind, weil diese Menschen dann Glaubenssätze haben, die mit der Realität nicht vereinbar sind. Warum? Weil sie letztendlich doch nur das falsche Werkzeug benutzt haben. Es lag doch nicht an ihnen, es liegt doch nicht an dir. Es lag doch nur daran, dass du dir was rausgesucht hast, was von vornherein nicht funktionieren konnte. Es war das falsche Werkzeug. Wenn du einen Bildhauer hast und er kriegt einen großen Stein in den Hof geschmissen und nimmt seine Werkzeugkiste und holt sich dann eine Pinzette raus und fängt an dem Stein rumzukratzen, dann hat er das falsche Werkzeug benutzt. Dann liegt es nicht am Stein, es liegt nicht am Werkzeug, es liegt an ihm selber, er hat das falsche Werkzeug benutzt. Und so ist es auch hier. So ist es auch hier. Viele Werbeaussagen locken Menschen auf die falsche Fährte. Und wenn jetzt da draußen geheult wird und gejammert wird und die böse Industrie und die böse Werbemanager, die das machen und diese Marketingstrategen, die sind so böse, dann kann ich euch eins sagen, das ist Bullshit. Denn die machen nur das, was wir wollen, was du willst. Nur das machen die. Die generieren genau diese Antworten, die wir hören wollen. Die wissen ganz genau, was in unserem Kopf vorgeht. Die kennen das Szenario in unserem Kopf. Ja, der hat keinen Bock, ein ganzes Leben lang sich gesund zu ernähren. Nein, der hat keinen Bock, in der Woche 3-mal eine Stunde Sport zu gehen. Nein, der hat keinen Bock, nachts 7 Stunden zu schlafen. Nein, der hat keine Lust, 1-mal 2-mal in der Woche einkaufen zu gehen, gesundes Essen zu kaufen. Nein, der hat keinen Bock, jeden Tag 30 Minuten in der Küche zu stehen, in seine Gesundheit zu investieren. Da hat er keine Lust dafür. Der kriegt genau das, was er verdient hat. Er kriegt ein Pülferchen, was von vornherein zum Versagen ist. Der bekommt irgendwelche Globuli-Perlchen, die von vornherein zum Versagen sind. Der bekommt ein Trainingsprinzip, eine Trainingsmethode, die vornherein dafür sorgt, dass er nur kurzfristig Erfolg hat. Denn wenn er nur kurzfristig Erfolg hat, dann wird er irgendwann mal wieder kommen. Denn was macht es Sinn, wenn Firmen Dinge erfinden, die langfristig tatsächlich funktionieren? Im Ernährungsbereich, im Sportbereich. Macht das Sinn? Eigentlich nicht. Warum? Weil sie haben Kunden verloren. Wenn Menschen zum Beispiel eine Diät machen, ja, und sie benutzen ein Präparat dafür und sie hatten mit diesem Präparat Erfolg und haben 5 Kilo abgenommen. Sie haben es nachher wieder zugenommen, was immer wieder passiert. Was werden sie tun? Viele von denen werden das Präparat wieder nutzen, weil im Kopf war, das Präparat habe ich benutzt, da habe ich 5 Kilo genommen, ich musste nicht viel machen, ich habe nur Pülferchen getrunken, ich habe nichts mehr gegessen, ich habe zwar viel zu wenig Kalorien zugenommen und ist ja egal, Jojo-Effekt ist auch scheißegal, aber mit dem habe ich Erfolg gehabt.
Eigentlich einfach, ne? Eigentlich. Eigentlich weg, einfach. Und so läuft es ab. So sind Werbeaussagen strukturiert. Werbeaussagen sind nichts anderes als Antworten, Antworten auf deine Fragen. Und der Mensch ist ein Energiesparmodell. Und so werden alle Aussagen immer mit dem zusammenhängen, dass suggeriert wird, dass wir Energie sparen, dass wir mit wenig Aufwand ganz viel erreichen können. Das ist die Aussage Nummer eins. Warum? Kein Mensch möchte die Wahrheit hören. Wenn zu mir Coaches kommen, die haben ja auch Vorstellungen. Die bringen mir teilweise, wenn sie online sind, schicken sie mir Bilder, wie sie aussehen wollten. Wenn sie hier sind, bringen sie mir Bilder mit, wie sie aussehen wollen. Die haben auch Vorstellungen, was in welcher Zeit wie passiert. Wenn ich dann anfange und ihnen und sie mit der Realität konfrontiere, dass eben 15 Kilo Körperfett, 15 mal 7, also nochmal, 15.000 Gramm, okay? 15.000 Gramm, das ist die Menge an Körperfett, die reduziert, mal 7 Kalorien. Da könnt ihr euch ausrechnen, das sind 105.000 Kalorien, okay? So, und wenn ich denen jetzt kläre, dass die 105.000 Kalorien eben nicht in 6 oder 8 Wochen oder sogar in 10 Wochen weg sind, weil es unmöglich ist, dass man so viel Kalorien in der Zeit verbrennt, dann sind die total enttäuscht. Wenn ich denen sage, nein, mit einmal, zweimal, 20 Minuten in der Woche Bewegung wird es nicht funktionieren, dann sind die enttäuscht. Das sieht man an der Körpersprache. Wenn ich denen erkläre, dass man langfristig planen muss, dass man am besten zwischen 18 und 21 Mahlzeiten pro Woche so gesund wie möglich strukturieren sollte, dass man dafür regelmäßig gutes Essen einkaufen muss, dass man dafür in die Küche steht und Sachen vorbereitet, dass man da jeden Tag circa 30 bis 35 bis zu 40 Minuten investiert in seine gesunde Ernährung, das sagt die Körpersprache, du kannst mich mal, ich habe keinen Bock drauf. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch dort das gelesen. Der hat doch das gemacht und der hat das gemacht. Und da habe ich ihm bei Instagram, bei Facebook habe ich das gesehen, bei YouTube hat er gesagt, in 8 Wochen geht es. Ja, es ist tatsächlich so. Menschen sind dann enttäuscht, wenn sie genau die Antworten bekommen, die sie nicht hören möchten. Deswegen suchen die meisten Menschen genau die Antworten, die sie hören möchten. Und wenn sie noch so falsch sind und so, vor allem wenn sie noch so irrational sind, denn viele Dinge lassen sich ja belegen wie die 105.000 Kalorien, da muss ich doch kein Ernährungswissenschaftler sein. Da nehme ich einfach mal einen Taschenrechner und rechne mit dem Taschenrechner aus, dass ich im Tag im Durchschnitt nur 500 Kalorien in Form von Fett verarbeiten kann. Im Durchschnitt sind es manchmal sogar nur 300, je nach Körpergröße, Körpertyp. Dann rechne ich das mal durch und stelle, Alter, was denke ich denn überhaupt? Aber das wollen die meisten Menschen nicht. Deswegen gehen sie ins Netz. Deswegen gehen sie zu Menschen und holen sich genau diese Informationen, die sie haben möchten. Ihre Wahrheit, ihre Realität, weil kein Mensch konfrontiert sich gerne mit dem, was er nicht hören möchte. Da beziehe ich mich mit ein, in manchen Bereichen. Nicht im Bereich der Ernährung, nicht im Bereich der Bewegung, definitiv nicht. Aber es gibt auch Bereiche bei mir, wo ich mich selbst ertappe, dass ich eine faule Sau bin. Ja, wo ich auch versuche, Abkürzungen zu nehmen. Wobei ich jemand bin, der das selten macht. Weil ich es weiß, weil mir es bewusst ist, weil ich mich selber dabei ertappe, was ich da gerade tue. Freunde, das ist so sensationell, wenn wir auf dieses Thema Werbeaussagen, wenn wir da drauf eingehen, wenn wir mal drüber nachdenken, dass es immer nur ums Energiesparen geht. Es ist eine ganz tiefe Verwurzelung bei Menschen, bei vielen Menschen. Der innere faule Schweinehund, dieser Drecksack, der ist die ganze Zeit am Stolpersteine legen. Der ist die ganze Zeit am Fettnäpfchen aufstellen. Der ist die ganze Zeit uns mit Scheiße am Bewerfen. Und wir lassen das zu, weil wir sind ja nicht so unintelligent, zumindest die meisten nicht, es zu spüren, zu merken, dass da was schiefläuft. So, ich glaube, ich habe euch jetzt wirklich viel Futter gegeben. Denkt mal darüber nach. Denkt mal in eurem Bereich darüber nach, wo ihr immer nur das an Antworten sucht, was ihr gerne hören möchtet. Wo ihr immer nur da die Informationen holt, die ihr gern haben möchtet. Und was dahinter steckt. Was im Tiefsten dahinter steckt. Und dann bin ich jetzt gespannt auf eure Antworten, die ich gerne unten drunter in den Bemerkungen lese, ihr Lieben. Ich
Freue mich, wenn ich von euch was höre. Gerne Feedback, gerne Kritik, gerne Infos in diesem gesamten Bereich, weil es ein sensationell geiles Thema. Und wenn ihr euren inneren faulen Schweinehund im Griff habt, wenn ihr es schafft, diesen Energiesparmodus in den meisten Fällen rauszunehmen, diese Faulheit, denn Faulheit ergibt keinen Erfolg, dann werdet ihr tatsächlich auch glücklicher leben. Warum? Weil ihr dann motiviert bleibt, weil ihr dann nicht eine Forderung im Kopf habt, die mit der Realität so gar nicht vereinbar ist. Denn wer sagt, er will 15 Kilo abnehmen in 8 Wochen? Das ist eine Forderung, die ist irrational, die ist mit der Realität nicht vereinbar. Das heißt, er wird scheitern. Und wenn er scheitern wird, wie geht es ihm dabei? Er fühlt sich scheiße, er fühlt sich als Versager. Und das ist nicht spannend, weil jeder möchte Erfolg haben, jeder möchte siegen. Und dazu brauchen wir das richtige Werkzeug. Und dazu brauchen wir die richtige Entscheidung. Und diese Entscheidung sollte nicht immer nur dem Energiesparmodus unterliegen. Freunde, das war's. Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe, wünscht euch bei allem, was ihr tut, ganz viel Spaß.